Und nicht Blaus. Okay. Schade. Lauf, mein kleiner Albtraum, lauf. No! 1 Euros! 1 Euros. Nicht da. Also gut, wo ließen sie sich hier? Ah, Mist, warte, ich muss einmal. So. Ah, vermutlich auf der Insel dort drüben. Wie soll ich da hinkommen? Dann kommen wir nur durch die Luft. Für mich kein Problem, aber wie sieht es mit deinen Flugkünsten aus? Error? Dann werde ich meinen Freund bitten, dich mitzunehmen. Bei Fuß, Argos. Hallo. Argos, teile dich und trage meine Begleiterin und mich auf die Insel dort drüben. Also wirklich, da ist er mit mir um die ganze Welt gereist und scheut sich trotzdem vor einer Fremden? Ich fürchte, er kann manchmal etwas störrisch sein. Was? Du bist in deiner Zeit bereits auf ihm geritten? Natürlich auszuschließen wäre das nicht in dem Fall. Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Was? Argos ist ein schlaues Kerlchen. Wenn er sieht, dass du mir im Kampf gewachsen bist, wird er dich sicher als würdige Herrin anerkennen. Vielleicht ist es dir gar eine nützliche Lektion. Oh nö. Und selbst wenn nicht, würdest du dir so eine Gelegenheit wirklich entgehen lassen? Also, was meinst du? Reisende aus der Zukunft? Okay. Okay. Eine löbliche Einstellung. In diesem Sinne, ich werde auf der Lichtung dort vorne auf dich warten. Bereite dich gut vor und komme dann zu mir. In die Richtung. Ich würde auch schon gern fliegen können. Das geht doch in die Hose. Welche Klasse ist sie überhaupt? Bye.
Gott. Nein. Autsch. War ich zu langsam. Ich glaube, das hätte ich nochmal machen müssen. Ja, war ich tatsächlich zu langsam bei ihm. Nein! Okay, ja. Minimal zu langsam. Hi. Also dann, ein jeder so gut wie er kann. Mhm. Klappt doch schon besser. Jetzt macht sie gerade Tänzer-Moves. Wie ist es hier mit? Where? Ich hoffe, du bist jetzt fertig. Du schlägst dich weg, aber gewonnen hast du noch lange nicht. Ja. Ach du Scheiße. Zeichen aus. Ja, stimmt. Hast du recht, Dufte. Also bisher war Luna nicht wieder da. Autsch. Aber ich habe sehr spät reagiert. Aber ich weiß nicht, ob sie wieder zurück ist. Oh, du Scheiße. Was kommt denn jetzt?
da. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt tue. Ach du Scheiße. Oh Gott. Noch mehr. Ich weiß halt nicht, ist das hier richtig, was ich hier tue? Autsch. Okay. Also eigentlich ist es gut, glaube ich. Hoffe ich. Dann ist es daneben gegangen. Einer daneben gegangen. Vielleicht. Schauen wir es ja. Autschi. 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 Du stehst immer noch vor mir. Jo. In der Zukunft sind die Leute zäher, als ich dachte. Ich habe genug gesehen. Oh Gott sei Dank. Hui. Der war doch leicht. Naja. Ich hatte eigentlich vor, dich wenigstens in die Knie zu zwingen, aber da habe ich dich wohl unterschätzt. Bei meinem Kräftemessen mit Asim war es ganz ähnlich. Dafür, dass ihr zwei im Vergleich zu mir noch einiges an Erfahrung aufzuholen habt, ist eure Stärke bemerkenswert. Du alles durchgestanden haben musst, um solche Kraft zu erlangen. Wir haben beide viel erlebt, nicht wahr? Als hättest du ihn ebenfalls überzeugt. Wie schön. Wenn Argos einmal ins Herz geschlossen hat, den vergisst er nie wieder. Du hast deinen treuen Gefährten gewonnen. Jetzt steht unserem gemeinsamen Austritt nichts mehr im Wege. Mal sehen, ob wir auf der Insel mehr über Hermes Motive erfahren. Ich hoffe, dass sich meine Vermutung bestätigt und dass er das Unheil wirklich nicht bewusst dabei führen möchte. Dann könnte er mit uns statt gegen uns kämpfen. Damit wären wir bereit. Wir sollten zum Rand der Insel aufbrechen. Argos wird die Luftströmung nutzen, um uns sicher zu unserem Ziel zu bringen. Folge mir bitte. Oh yeah.
Schade. Hier hinten waren wir schon. Das sind diese Gärten, glaube ich. Und dahin sind wir gestartet. Da hinten müssten wir noch hin. Also, da oben, wo die Wasserfälle sind. Glaube ich. Hab das geschafft, woran sie gescheitert ist. Sehr gut, Dera. Freut sie Luna nachher. Hier gibt es nichts, was Rückschlüsse auf Hermes Experimente erlauben würde. Vermutlich hilft nur ein Blick in die Vergangenheit. Hast du so etwas schon mal gemacht? Aber wirklich nur minimal. Du kannst deine Gabe also nicht kontrollieren. Verstehe. Dann lass mich dir helfen. Komm bitte etwas näher. Es gibt zwei Methoden, mit denen man in die Vergangenheit blicken kann. Zum einen kann man versuchen, die Gedanken einer bestimmten Person zu lesen. Das funktioniert aber nur, wenn die Erinnerung gerade wachgerufen wird. Doch zum Glück haben wir ja noch den Umgebungsäther. Der speichert Geschehnisse nämlich auch. So wie unsere Erinnerungen einen Teil des Äthers unserer Seele ausmachen, ist auch die Natur von den Spuren vergangener Ereignisse erfüllt. Derlei festgehaltene Erlebnisse sind flüchtig und lassen sich nicht immer gesichert erfassen. Aber ein Versuch ist es allemal wert. Schließ deine Augen. Alle Einheiten arbeiten einwandfrei und sind unterwegs zu ihren Zielplaneten. Die Untersuchung sollte nach 108 Zyklen abgeschlossen sein. Dann erfolgt der Abschlussbericht. Ende der Nachricht. Entkopplung vom Zentralbewusstsein und Rückkehr zum autarken Modus. Hast du gehört, Hermes? Alles läuft nach Plan. Nach all den Fehlschlägen tut so eine Nachricht richtig gut. Das All übersteigt noch immer unser Verständnis. Wir sind weit davon entfernt, die Wahrheit zu ergründen. Das musste ich immer wieder schmerzlich feststellen. Aber bald wissen wir mehr. Wir werden erfahren, wofür andere Wesen leben. Ja. Und das verdanken wir einzig dir und deinen Schwestern. Ich bin schon ganz gespannt, welche Antworten wir wohl erhalten werden. Planeten gibt es viele. Einige vermutlich weiterentwickelt als Aetheris. Andere vielleicht noch ganz am Anfang. Wir werden völlig andere Kulturen entdecken. Und mit großer Wahrscheinlichkeit sogar Leben in gänzlich neuer Gestalt. Dasselbe gilt auch für die Lebensziele, die man dort verfolgt. Zum Beispiel? Wenn ich das nur wüsste.
Doch was für Motive sie auch haben mögen, ich habe vor, mich völlig vorurteilsfrei mit ihnen zu befassen. Und wenn es sich anbietet, werde ich sie den anderen zur Diskussion stellen. Vielleicht sehen wir uns dann in einem ganz anderen Licht. Am Ende finden wir vielleicht sogar etwas, das diesen Planeten zu einem besseren Ort macht. Nicht nur für uns, sondern für alles Leben, das es hier gibt. Meteon, ich habe dir die Gabe gegeben, zu fliegen. Aber auf den Pfaden dieses Planeten zu schreiten, dein Leben zu leben, das habe ich dir nicht beigebracht. Doch verzage nicht. Während deiner langen, langen Reise wirst du sicherlich auf jemanden treffen, der das kann. Und wenn du zurückgekehrt bist, so viel älter und weiser, werden wir diesen freudigen Anlass gebührend feiern. Mit leckeren Zuckeräpfeln? Wie willst du die denn essen können? Wenn es unbedingt ein Geschenk sein soll, dann vielleicht. Blumen. Ja, wunderschöne Blumen sollen dich ans Ende deiner Reise führen. Was hältst du davon? Das sehe ich ebenso. Wie wir bereits vermutet hatten, haben Hermes und Meteon etwas damit zu tun. Aber dass sie bewusst versuchen würden, alles Leben zu beenden, glaube ich nicht. Erlaube mir einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn du dein Wissen auch Hermes eröffnest? Wenn er nicht die Absicht hegt, Leid herbeizuführen, dann hilft er dir womöglich bei dem Versuch, die Katastrophe abzuwenden. Wahrscheinlich wird genau dadurch die Katastrophe herbeigeführt. Wir müssen verhindern, dass er und Meteon etwas ins Rollen bringen, das sie nie im Sinn hatten. Ich kann aber nicht ändern, was schon geschehen ist. Rein theoretisch. Ich wollte einfach kein Händchen für Tanks. So ging es mir gestern mit den Heilern. Da hatte ich kein Händchen für die Heiler. Was ist das da eigentlich für ein Hypterstab? Okay. Der brave Argos hat sich seine Pause verdient. Doch für uns geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Suchen wir Hermes. Ich habe auch schon eine Idee, wo wir am besten beginnen. Nördlich von hier in Ethoseleticus Boreas befinden sich das Kises Hyperobrea. Ach, ganz ehrlich, wer hat sich diese Zungenbrecher ausgedacht? Das kann doch kein Schwein aussprechen. Die größte Beobachtungseinrichtung in ganz Ilpis. Ich finde so ein Wort, das man aussprechen kann. Sicherlich hast du dich schon gefragt, wie oft der Kleinen in sich hier so viele verschiedene Lebewesen studiert werden können, nicht wahr? Nun, das Hyperborea gibt dir die Antwort. Es spuckt auf zauberhafte Weise ganze Landstriche, die in dem Gebäude selbst eigentlich gar keinen Platz haben dürften. Ähnlich wie im Kristallspeicher. Dort simuliert man die verschiedensten Umgebungen und Umweltbedingungen. Und eben dort gilt im großen
Teil der hiesigen Beobachter seinem Tagewerk nach, also auch Hermes. Der Transporter, der uns dorthin bringt, befindet sich nördlich von Poeten Oikos. Verlieren wir keine Zeit. Sucht euch einen Namen aus für eure Scheißorte, bitte. Oder übersetzt sie. Und es gibt hier zwei blaue Quests. Die ich mir natürlich jetzt genehmigen werde. Da habe ich nämlich, glaube ich, nur noch eine blaue Quest hier zu erledigen und zwei Wind-Ether-Quellen zu finden. Nummer 1. Okay, einmal dahin. Oh Gott. Dann haben wir aber heute tatsächlich nicht ganz so viel geschafft. Weil so lange mache ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Da ich heute Abend leider keine Zeit mehr habe. Heute Abend habe ich nämlich noch ein bisschen was zu tun. Dafür fange ich allerdings morgen ganz früh an. Also wirklich früh. Da stehe ich dann nämlich auch mit Frisches zusammen auf. Sei mir, steht um 4 auf, dann natürlich nicht. Da werde ich wahrscheinlich so um 7 aufstehen, dass ich so um 8 anfange. Denke ich mal. Weil morgen kann ich nämlich auch nicht bis abends machen. Dann werde ich dann so um 16 Uhr auch Feierabend machen, morgen. Weil ich dann nämlich Essen zubereiten muss. Deswegen kümmern wir uns jetzt nochmal so ein bisschen um die Wind-Ether-Quellen. Den Rest machen wir dann wahrscheinlich morgen. Jetzt. Achso. Einmal nach da hinten. Mal. Dann glaube ich, nee, hier. Nummer 2. Gut, wieder zurück. Ja, klar. Die Person kann einfach so durch die Wände gehen. Ja.
abschließen. Windätherquelle. Das heißt, 5 Windätherquellen brauchen wir noch. Das passt ja. Die kriegen wir doch heute auf jeden Fall noch zusammen. Beziehungsweise 4. Die letzte wird durch die Story sein. Das wird das hier sein, ne? Ja. Na, ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Wasser. Vielleicht geschafft. Ich weiß nicht, irgendwie ziehen sich diese Aufgaben immer. Wenn man mit diesen Begleitern rumläuft. Dann mich hier hoch. Und hier hin. Dann wieder einmal dahin. Wenn ich dafür jetzt aber auch wieder auf die andere Insel muss, dann heul ich. Nächste Windätherquelle. Nein. Eine Quest und 2 finden. Ich hier. Myra. Hey. Myra. Bitte nicht wieder eine Begleitaufgabe. Auch einmal auf die komplette Seite. Aber wir sind auf der gleichen Insel, das ist schon mal was.
So, was soll ich hier sein? Beim wo? Ja. Ich sehe schon. So, und das war's schon. Lächeln. Ja, dann nur noch einmal abgeben und dann können wir auf die nächste und ich gehe auch mal von aus die letzte Insel gehen. Und die letzten würden Interquent finden. Da machen wir doch ein, zwei Minütchen Hauptstory. Und den Rest sehen wir dann morgen, würde ich vorschlagen. In der Hoffnung, dass das Internet morgen mitmacht. Nicht so wie heute. Oder hat das Internet einfach mal so gesagt, nö, nö, wir wollen nicht. So, einmal. Drei Stück fehlen noch. Also, eigentlich können wir dieses Gebiet auch schon fast abhaken. Richtung Norden, ja gut, Richtung Norden war aber... Ja, Richtung Norden. Ja, das wird hier irgendwas sein. Nordwest. Ja, das sieht doch schon besser aus hier. Dann hole ich mir kurz die eine Windätherquelle hier. Norden. Nordost. Norden. Da oben. Nein, es geht dann tatsächlich noch einmal hier irgendwo rüber. Nein. Ja. Bei Süden. Süden wäre dann ja einmal komplett da ganz runter. Naja, okay. Dann kann es hier nichts sein. Süden ist dann wirklich hier irgendwo. Da ganz unten eine übersehen. Hört ab. Hört ab. Hau ab. Halt die Frage. Okay, warte mal. Gehen wir mal ganz kurz dahin. Süden.
Oder halt vielleicht hier. Dass wirklich auf der kleinen Insel noch was ist. Also ich will jetzt diese eine letzte Windätherquelle finden. Muss sein, dass es halt da irgendwo ist. Kann aber halt auch genauso gut hier sein. Ich jetzt echt vermute. Südost. Noch kann es immer noch hier sein. Ja, da hinten ist es. Ich komm doch nicht hoch. Gefunden. Sehr schön. Nur noch eine Windätherquelle vom Fliegen entfernt. So. Und jetzt da wieder hin. Ist ja Gott sei Dank kein weiter Weg. Richtung, Richtung, diese Richtung. Na toll. Dann habe ich den komischen Vogel hier. Der Transporter scheint dich als meine Begleitung registriert zu haben. Von nun an solltest du ihn auch allein benutzen können. Dieser Weg führt uns zum Hyperborea, wenn wir an der Kreuzung unterwegs links abbiegen. Und wir haben dann noch eine Quest zum Abgeben, das ist so gut. Da wären wir. Das ist das Kitises Hyperborea, die größte Beobachtungseinrichtung in ganz Elpis. Mal sehen, ob wir Hermes drin finden. Das könnt ihr euch sparen. Hermes ist gerade woanders beschäftigt. Wir haben weiterhin in Erfahrung gebracht, dass er seine Dynamikstudien und das Meteon-Projekt ganz allein durchzuführen scheint.
Jedenfalls kennt sich sonst niemand damit aus. Und es gibt auch keine Gerüchte, die darauf hinweisen, dass ihm seine Forschung gestohlen worden sein könnte. Der Schlüssel zu allem liegt also bei Hermes. Wir müssen jetzt nur noch herausfinden, ob er die letzten Tage herbeiführen will oder nicht. Und falls nicht, sollten die Mishronics auf unsere Seite ziehen. Das meinte zumindest der überaus weise Emmett Selch. Das uns berichtet, dass der Konvent eine Verbindung zwischen den Astralströmen und der letzten Tage vermutete, die aber nicht begründen konnte. Eigentlich schwer vorstellbar, wenn man bedenkt, welche kluge Köpfe in unseren Reihen sitzen. Von Hitludeus scharfen Ätherblick ganz zu schweigen. Wenn die Ursache der Katastrophe jedoch wirklich nicht von uns erfasst werden konnte, dann muss sie auf etwas völlig Unbekannten gefußt haben. Einer neuen Kraft, wie zum Beispiel dem Dynamis. Doch Hermes war als Vandanier selbst Teil des Konvents. Er hätte die Verbindung eigentlich sehen müssen. Hat ihn irgendetwas daran gehindert oder wusste er zwar, was vor sich geht, konnte aber nichts dagegen tun. Es ist schwer zu sagen. Eines aber ist ziemlich sicher. Der Konvent hat vermutlich keine bösen Absichten gehegt oder bewusst Lügen verbreitet. Dafür sind seine Mitglieder zu unbescholten. Ich schließe deshalb aus, dass Hermes die letzten Tage absichtlich herbeigeführt hat. Dem kann ich nur beipflichten. Wir sind bei unseren Nachforschungen zu ganz ähnlichen Schlüssen gekommen. Lasst mich euch alles erzählen. Verstehe. Das deckt sich mit unseren Erkenntnissen. Dann ist ja klar, was wir zu tun haben. Lass uns sofort zu Hermes gehen. Danke. Spar dir den Dank. Deine Märchen glaube ich nämlich immer noch nicht. Aber mein Amt gebietet es mir, dieser Angelegenheit noch etwas weiter auf den Grund zu gehen. Egal wie absurd sie auch erscheinen mag. Nee, würde er sie komplett ausschießen, ne? Aber naja. Gut. Ich würde sagen, hier machen wir aber morgen weiter. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Also ein bisschen was erledigen. Und ja, die sehen wir uns einfach morgen in alter Frühe. In der Hoffnung, dass morgen früh das Internet geht. Ich werde auch diesmal wahrscheinlich noch ein bisschen eher aufstehen. Einfach um zu gucken, dass das dann halt auch wirklich alles läuft. Dass wir dann morgen ein bisschen länger streamen können, weil morgen Abend habe ich nämlich auch keine Zeit. Morgen Abend will ich dann, wie gesagt, wieder ein bisschen kochen. Und ja. Nee. Das übernimmt ja sonst immer Vorschuss mit dem Essen machen. Jetzt möchte ich mal dran sein. Und ja. Also ausloggen garantiert nicht. Vergiss es. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Indies machen. Deswegen gehe ich einmal kurz hier rüber.